willkommen. Das ist mein erster Car-Vlog, mein richtiger unterwegs. Performance. Wir haben zwar nur 1,5 Grad, aber das sollte uns natürlich nicht die schöne, gute Laune versauen, hier mal eine Runde zu drehen. Und was macht der Kollege da? Der steht da oder ja, quatscht da ein bisschen. Kann man auch einfach mal machen. Viel los wieder hier auf einmal, wo das Wetter ein bisschen schöner wird. Und wir fahren jetzt einfach mal von dem Fotoshooting, was ich jetzt gemacht habe, für das Forum Syndikat. Da habe ich gerade ein paar Fotos gemacht, denn dieses Fahrzeug wird dort in mein Fotoalbum oder in meine Story mit eingebunden. Jetzt endlich mal schöne Fotos machen können. Natürlich das ganze Auto noch im Winteroutfit, also noch hoch wie ein Bus. Winterfelgen drauf. Keine Leistungssteigerung, einfach original. Was ich an dem Auto mag, was ich an dem Auto nicht mag, auf jeden Fall. Ich habe jetzt schon ein paar Kilometer mit dem Auto bestritten, ja, und kann jetzt auf jeden Fall beurteilen, dass ich sage, was ist gut in dem Auto, was ist weniger gut an dem Auto. Es wird zu jeder Veränderung dieses Fahrzeugs ein ausführliches Video geben, wie es nachher aussieht, was gemacht wird. Auch bei der Leistungssteigerung, ob es was bringt, ob es das Geld wert ist. Ich kann schon mal so viel versprechen. Es wird eine 4 vorne stehen, wenn der fertig ist, und eine Auspuffanlage wird selbst gebaut für dieses Fahrzeug, und ich bin sehr gespannt, wie die sich dann anhören wird, denn ich bin von diesem ganzen Gekauften nicht so ganz überzeugt, was mich die Preis-Leistung angeht. Wenn ihr überlegt, dass so eine Auspuffanlage industriell gefertigt werden und du legst dann einfach da über 4 Scheine hin für eine gute Klappenauspuffanlage, das ist nicht für mich ganz im Verhältnis. Auch gerade M, muss ich echt sagen, sind auf jeden Fall die Auspuffanlagen nicht so pralle. Das macht Mercedes mit AMG 1000-mal besser, auf jeden Fall. Aber dafür gibt es dann so netten Auspuffbauer, die wollen ja auch mit dem Jobgeld verdienen, die uns dann danach helfen. Ich habe mir natürlich jetzt die schnellste Strecke ausgesucht dafür, eine wunderschöne 30er-Zone. Aber ist ja egal, ne? Zeiten werden auf jeden Fall hier noch genommen, da seid ihr auch noch live dabei. Zeiten gemessen werden, weil er ist schon schnell, aber ich muss echt sagen, gerade wenn man 100, 200 misst, so bis 160, 170 macht er echt richtig Palaver, und dann wird es halt schon so, wo ich sage, ah, da ist halt der Haltedruck nicht so da. Und hier ist halt leider, wie gesagt, alles 30. Ich wohne hier in einer schönen Gegend, wo einfach mal die Bevölkerung gesagt hat, komm, wir wohnen an der Hauptverkehrsstraße. Wir haben uns auch entschieden, an einer Hauptverkehrsstraße zu ziehen. Zwar jetzt nicht das Problem, aber wir haben einfach so viel Geld, dass wir dem Ort so viel Geld zahlen, dass wir eine 30er-Zone machen. Weniger Lärm, weniger Schadstoff, besser für die Gesundheit und so fort. Und jetzt ist hier dieser ganze verfickte Ort 30. Kann man machen, muss man aber nicht unbedingt. Ihr seht jetzt den Innenraum. Mehr sollt ihr auch noch nicht sehen. Äußerlichkeiten und so weiter kommt alles noch. Die Videos folgen. Ihr werdet ein Einleitungsvideo bekommen, was mit dem Auto jetzt im Eingangszustand ist. Ihr werdet die Videos bekommen, was ich dran mag, was ich nicht dran mag an dem Auto. Ihr werdet Leistungsmessungen sehen. Ihr werdet Fahrvideos sehen. Deshalb, wenn ihr BMW-Narren seid wie ich, dann auf jeden Fall ein dickes, fettes Abo dalassen. Dann freue ich mich sehr. Und dann verpasst ihr auch nichts in den weiteren Umbaumaßnahmen. Und dann nämlich mal gucken, wie gut ist der Motor wirklich. Denn viele beschweren sich ja über den N55, dass der zum Tunen wohl nicht so gut sein soll. Dieser Sache werde ich auf jeden Fall mal nachgehen. Ich glaube, dieser Motor ist sehr gut zum Tunen. Macht schon echt Spaß. Also wenn der auf jeden Fall geschippt ist, ist das ein ultimativer M3 M4 Killer. Klar, M4 geschippt, also der neue M4 und der neue M3 F30, wenn die gemacht sind, sehe ich da absolut keine Sonne, gar keine Frage. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, ist schon echt nice. Da war gerade ein neuer M5 fährt hier rum, F10, habe ich mal gerade gegrüßt, cooler Typ. Spaß muss man ja haben, Freunde. Ne? Also, wir sehen uns, Freunde. Bis dann.